Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über ein einziges Foto, denn dieses Foto hier ist offensichtlich die letzte Patrone, die das Axel Springer Flaggschiff, die Bild-Zeitung, im Köcher hatte. Es gilt, 18 Uhr schließen heute die Wahllokale und dieses Bild soll noch einmal klar machen, wie verroht die Sitten bei der AfD sein sollen. Denn dieses Bild soll zeigen, was man nicht tun darf. Man darf seinen Weggefährten offensichtlich nicht umarmen. Was das zu bedeuten hat, warum das passiert und was es für Auswirkungen haben könnte, wenn wir das in den falschen Hals kriegen, darüber reden wir jetzt. Ja, ihr ahnt es schon, dieses eine Foto ist das letzte Trumpfass, was man ausspielen kann. Denn es soll angeblich zeigen, wie die einstige Frontfrau, die doch mehr wie John Dark die feine Klinge geführt hat, sich verbrüdert mit dem diabolischen, mit dem fast schon teuflischen Frontmann der Ost-AfD, dem Mann, dem man nicht mehr trauen kann, dem AfD. Kandidaten für Thüringen, Björn Höcke. Ja, und warum mache ich das zum Thema? An einem Tag, an dem abgestimmt wird, in dem gewählt wird, in dem die Geschicke offensichtlich im Osten entschieden werden. In Thüringen und in Sachsen schließen in diesen Minuten die Wahllokale und wir reden hier über ein Foto, in dem sich zwei Menschen in den Armen liegen, die in der letzten Zeit Schulter an Schulter für eine Partei gekämpft haben, die es erst seit 10 Jahren gibt, die aber im Moment gerade in den neuen Bundesländern eine unglaubliche Zustimmung erfährt. Und ich lese euch mal vor, was dazu in den Medien nun kolportiert wird. AfD-Chefin Alice Weidel ist der Edelflügel der AfD, bürgerlich gebildet, adrett im Auftritt, dunkelblauer Hosenanzug, weiße Sneaker, weiße Businessbluse, bei Bedarf Perlenkette. Doch nun bekommt Weidels pedantisch gepflegte Sauberfrau-Image einen fetten Riss. Sie hat ihn umarmt. Und wie? Die Rede ist von Björn Höcke. Ja, und genau das möchte ich zum Anlass nehmen, um mit euch einmal darüber zu plaudern. Darf man das? Kann man das? Soll man das? Ja, und vor allen Dingen, warum wird hier wieder im Rahmen einer Doppelmoral über zweierlei Maßstäbe gesprochen? Denn dieses "Wir mögen uns nicht und kämpfen trotzdem Seite an Seite", das kennen wir. Bei den Grünen ist das im Moment gang und gäbe. Hund und Katz. Auf der einen Seite Annalena, ihr wisst schon, die vom Völkerrecht kommt. Baerbock, auf der anderen Seite Robert, der hat es ja mehr mit Schweinen und Rindviechern. Das sind nicht meine Worte, das sind die von Annalena. Habeck. Ja, Annalena, Baerbock und Robert Habeck hassen sich bis aufs Blut. Bitter, dass Annalena nun ihre Kanzlerkandidatur abtreten musste. Sie wäre es sowieso nicht geworden, also was sie da abtritt, ist etwas, was ohnehin nie eingetreten wäre. Es zeigt aber den Riss zwischen den beiden und trotzdem stehen sie aneinander und reden von dem Robert und wahlweise von der Annalena. Warum? Weil es in der Sache hier Schulter an Schulter geht, um das Überleben der Grünen zu sichern. Warum dürfen da nicht Björn Höcke und Alice Weidel das Gleiche tun? Dann ganz einfach. Wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das Gleiche. Denn die einen sind von Grund auf gut und ehrlich und stehen links. Und jeder, der rechts steht, der kann tun, was er will. Er ist eh auf der falschen Seite der Medaille, nämlich der Bösen zu Hause. Warum wir hier darüber reden, das ist jetzt die Gelegenheit an euch, ihr da draußen, wenn ihr neu hier seid, abonniert bitte jetzt diesen Kanal. Dann erfahrt ihr auch in Zukunft alles, was ihr bisher über Schlagzeilen dieser Art vielleicht nicht direkt gehört habt. Oder über Dinge, die in Deutschland passieren und über die es keine Schlagzeilen gibt. Weil als freier Journalist verfügen wir über Quellen und Informationen. Und die Lesart dahinter zu deuten, die ihr dann gemeinsam mit uns nutzen könnt. Kommen wir aber zurück zu Alice Weidel. Klar, sie ist Björn Höcke zur Seite gesprungen. Sie hat Auftritte gehabt, auch bei der riesengroßen letzten Veranstaltung in Erfurt jetzt. Sie wurde bejubelt. Und selbstverständlich ist sie nicht unbedingt nur ein Gutmensch im Sinne von, die stellt sich bedingungslos in den Dienst von Thüringen oder Sachsen. Vielleicht verfolgt sie eigene Ziele, vielleicht will sie Kanzlerkandidatin werden im nächsten Jahr. Mit Recht, warum auch nicht. Dasselbe Ziel hat, wie gesagt, auch Robert Habeck. Und unser Olaf Schwafel-Scholz möchte ja auch nochmal verlängern. Und warum? Na, mit Recht. Und auf der anderen Seite
Wie sieht denn das aus bei CDU, CSU? Haben wir da nicht auch Good Cop, Bad Cop? Ist nicht der Söder der beliebtere? Im Moment der harte Hund im Süden und irgendwo dazwischen Konziliant Friedrich Merz. Ihr seht, das haben wir überall. Pärchen wie Don Quixote und Pepone. Don Camillo, nicht Chico. Obwohl, Don Quixote passt, glaube ich, besser. Das war aber Sancho Panza. Das sind die, die gegen die Windmühlen angerannt sind. Warum fällt mir da gerade Robert Habeck wieder ein? Ach, es muss die traurige Gestalt gewesen sein. Aber egal. Also Don Quixote und Sancho Panza, der Ritter von der traurigen Gestalt auf der grünen Seite. Es war Don Camillo und Pepone. Entschuldigung, das haben wir dann mehr so bei CDU und CSU. Ja, und bei Björn Höcke und Alice Weidel haben wir eine Zweckgemeinschaft, die aber hier, glaube ich, Dinge miteinander verbindet, die man durchaus unter einer geistigen Klammer zusammenfassen kann. Und man kann natürlich geteilter Meinung darüber sein, inwieweit man in einer Aussage klar, deutlich, direkt oder extrem werden muss, ob das der Sache dient und inwieweit man hier wirklich gezielt über das Stilmittel der Provokation geht. Es ist nicht mein Stil, ganz ehrlich. Ich provoziere leidenschaftlich gern, aber dann doch in einem engeren Segment. Ich brauche es aber auch nicht. Ich bin kein Politiker, ich bin Journalist. Und mir reicht es, wenn ich mit feiner Klinge meine Meinung postulieren kann. Ich kandidiere für kein politisches Amt und da musst du es zum Teil ein wenig deftiger bringen. Du musst auch anders reden, wenn du politisch erfolgreich sein willst, als wir das hier tun. Das sind die Unterschiede, die feinen, kleinen Unterschiede. Und da hat der eine jenen Stil und er diesen. Tino Chrupalla zum Beispiel kommt hierbei ein wenig unter die Räder, fühlt sich aber, glaube ich, in seiner Rolle auch gar nicht so unwohl. Und ihr merkt, wenn ich euch das alles so erzähle, dann geht es mir nur um eins. Ihr könnt Personen selbstverständlich in der Sache bewerten. Ihr könnt das gut finden, wenn sich hier Allianzen bilden. Ach übrigens, Allianzen bilden. In 3 Stunden, in 4 Stunden wissen wir unter Umständen, inwieweit eine Sarah Wagenknecht in den ersten Interviews, werden wir das da merken, ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubert. Denn erst dann, wenn wir wissen, ob ARD und ZDF in den Interviews Raum geben für eine Wagenknecht, die vielleicht ein erstes Bekenntnis abgeben kann, wissen wir, wohin das Pendel schlägt und ob Volkes Wille wirklich auch zu einer Regierung führt oder ob wieder einmal gegen das Interesse des Volkes politischer Proporz sich durchsetzt und Menschen an die Macht kommen oder an der Macht bleiben, die keine Mehrheiten haben. Nur dann darf niemand mehr darüber reden, dass wir die Demokratie mit diesen Maßnahmen schützen wollen, denn das ist nichts anderes als purer, intriganter Machterhalt. Ja, meine lieben Freunde, an dieser Stelle war es das für mich zunächst einmal mit dem Wort zum Sonntag. Wir hören uns nachher wieder, wenn wir die ersten Zahlen haben aus den Prognosen. Ach übrigens, das noch jetzt an dieser Stelle. Prognosen bedeuten nichts anderes als Nachwahlbefragung. Das hat mit den realen Zahlen noch nichts zu tun. Da wurden Leute gefragt, die aus der Wahlkabine kamen oder aus dem Wahllokal kamen. Was habt ihr gewählt? Da kann man auf Leute treffen, die ehrlich sind oder auf welche, die den Paulanergarten belasten. Wir schauen uns das an, wir sehen das dann. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Geboren im Osten, wo die Mauern einst fielen. Aufgewachsen mit Geschichten, die uns prägten, die uns nicht alle gefielen. Jetzt ist die Zeit, dass wir entscheiden. Unser Land darf nicht weiter leiden. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Das Land braucht klare Signale, keine 1000 Strategien. Keine Politiker, die vor der Verantwortung fliehen. Es geht nicht um romantische Flausen, geht euch mit euren linken Träumen brausen. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Sachsen und Thüringen, die Feuerprobe naht. Dieses Mal wird es wichtig, was der Wählerwille offenbart. Deshalb setzt die Kreuze richtig, sonst sind alle
nicht ich. Journalisten raus mit Kisten, zeig den Grünen den Weg zur Tür. Denn sie können viel dafür, dass das Land in Trümmern liegt und uns Deutschland um die Ohren fliegt. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Saaltag. Sachsen und Thüringen, die Feuerprobe naht. Dieses Mal wird es wichtig, was der Wählerwille offenbart. Deshalb setzt die Kreuze richtig, sonst sind alle Träume nichtig. Schickt die linken Sozialisten raus mit ihren Umzugskisten. Zeigt den Grünen den Weg zur Tür, denn sie können viel dafür, dass das Land in Trümmern liegt und uns Deutschland um die Ohren fliegt. Sachsen und Thüringen, alles was uns stört, braucht einen starken blauen Kern. Keine Versprechen, auf die niemand hier noch hört. Wir gehen hin, ihr werdet gewählt. Für Freiheit, für Werte, für alles was zählt. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Saaltag. Sachsen und Thüringen, die Feuerprobe naht. Dieses Mal wird es wichtig, was der Wählerwille offenbart. Deshalb setzt die Kreuze richtig, sonst sind alle Träume nichtig. Sonntag ist Alltag, Sonntag ist Alltag. Die Zukunft ruft, wir müssen handeln. Lasst uns gemeinsam das Land umwandeln. Lasst uns beginnen und am Sonntag die Oberhand gewinnen.